Hallo Berlin. Ich bin extrem glücklich, diese Interview zu führen mit meiner sehr, sehr engen Freundin Leila. Aber wir werden auf Französisch natürlich reden und es gibt eine Übersetzung. Leila, fängst du an? Tu commences par nous lire un petit passage et puis après on va commencer à discuter. Le jour de la rentrée arriva. Assise à l'arrière de la voiture, Aïcha était paralysée par la peur. Plus de doute à présent, il pouvait bien dire ce qu'il voulait, c'était un abandon. Un lâche et terrible abandon. Ils allaient la laisser là, dans cette rue inconnue, elle, la sauvage, qui ne connaissait que l'immensité des champs, le silence de la colline. Mathilde faisait la conversation, elle riait bêtement, et Aïcha sentait bien que sa mère non plus n'était pas rassurée, que toute cette comédie sonnait faux. Les portes du pensionnat apparurent et son père se gara. Sur le trottoir, des mères tenaient la main de petites filles endimanchées. Elles avaient mis des robes neuves, à la coupe parfaite, mais aux couleurs discrètes. C'étaient des filles de la ville, pour qui se pavaner était une habitude. Les mères, à chapeau, discutaient pendant que les enfants s'enlaçaient. Pour eux, c'était des retrouvailles, pensa Aïcha, c'était la continuation de leur monde. Aïcha fut secouée de tremblements. « Je ne veux pas », se mit-elle à crier, « je ne veux pas descendre ». Ces hurlements stridents attirèrent les regards des parents et des écolières. Elle, d'habitude si calme et craintive, n'avait plus aucune retenue. Elle se roula en boule au milieu de la banquette arrière, elle s'accrocha, elle cria à vous fendre le cœur et les tympans. Mathilde ouvrit la porte. « Viens, ma chérie, viens, ne t'inquiète pas ». Elle lui lança un regard suppliant qu'Aïcha reconnut. C'est ainsi que les ouvriers amadouaient les bêtes avant de les tuer. « Viens par ici, petite, viens ». Et puis c'était l'enclos, les coups, l'abattoir. Amine ouvrit l'autre porte et chacun essaya d'attraper l'enfant. Son père parvint à la sortir et elle s'agrippa à la portière avec une rage, une force surprenante. Un petit attroupement s'était formé. On plaignit Mathilde, qui, à force de vivre dans les confins parmi les indigènes, avait fait de ses enfants des sauvages. Ces cris, cette hystérie, c'était bien propre aux gens du bled. Savez-vous que leurs femmes se griffent le visage jusqu'au sang pour exprimer leur désespoir ? Personne ici ne fréquentait les Belhaj, mais tout le monde connaissait l'histoire de cette famille qui vivait sur la route d'El Hajeb, à 25 km du centre-ville, dans une ferme isolée. Meknès était si petite, on s'y ennuyait tant, que ce couple étrange nourrissait les conversations pendant les heures brûlantes de l'après-midi. On va commencer par une question, pardon. Merci. Applaudissez. Alors là, j'ai une première question qui m'intriguait, que je ne t'ai jamais posée. Tes deux premiers romans se déroulaient dans le Paris d'aujourd'hui, un Paris très contemporain. Et avec ce livre, Le Pays des Autres, qui est le premier tome d'une trilogie, donc tu t'es lancé dans une vaste fresque historique sur le Maroc moderne de la fin des années 40 au Maroc d'aujourd'hui. Pourquoi en fait est-ce que tu reviens aujourd'hui à ton pays natal ? Quel besoin ? D'où ça vient ? Et quelle est ton ambition finalement avec cette vaste fresque historique ? Je pense d'abord que la question, elle pourrait presque se poser dans l'autre sens. Pourquoi est-ce que je n'ai pas commencé par ça ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas commencé par raconter le pays dans lequel j'avais grandi, qui m'a formée, dans lequel j'ai tout appris, où toutes mes premières émotions sont des émotions que j'ai connues au Maroc. Et je ne l'ai pas fait parce que il faut imaginer que quand on est une jeune auteure, man muss sich Folgendes vorstellen, als junge Schriftstellerin maghrébinischer Herkunft, wie man es in Frankreich zu sagen sagt, wird man sehr schnell in eine gewisse Schublade gesteckt. Es geht leicht darum, dieser universelle Diskurs, jemand, der beobachtet eine exotische Welt, sicherlich interessant, aber kann nicht mit allen sprechen. Deswegen habe ich damit nicht begonnen. Warum bin ich dahin zurückgekehrt? Nun, genau aus diesem Grunde. Ich habe bemerkt, dass ich mich da nicht von diesem Komplex beeinflussen lassen sollte. Mein gesamtes Leben lang, Frankreich,
habe ich Bücher gelesen aus Frankreich, Russland, deutsche Bücher gelesen. Ich weiß sehr viel über ihre Länder. Ich habe mich dann gefragt, warum weiß man so wenig über mein eigenes Land? Und da ich immer in Frankreich, in Europa gelebt habe, fiel mir auf, dass es da so eine Kluft gibt. Kenntnisse, Neugierde, dabei in Casablanca, Rabat, wenn man da durch die Straße geht, einen Marokkaner fragt, wer ist der Premierminister in Frankreich? Wer lauten die Namen der Fußballspieler von Real Madrid oder von der Fußballmannschaft von Barcelona? Oder wenn ich dann frage, wie heißt der Premierminister aus Marokko oder die Spieler einer marokkanischen Fußballmannschaft, dann würde das keiner können. Ich wollte gerne, dass hier dieses historische Marokko in einem modernen Roman auftaucht. Also dieses Moderne ihm wiedergeben und zu zeigen, die Geschichte zwischen den 40er Jahren bis zum heutigen Tage, das ist etwas Grundlegendes, um ein Land wie Marokko zu verstehen. Wenn man das nicht versteht, versteht man auch einen ganzen Teil der Dinge nicht, die sich in Europa zutragen. Gut, bevor wir hier über die Intrige sprechen, über die Romanfiguren, würde ich gerne etwas über den Rahmen hören. Das Land des Andes, das ist vor allem rund um die Stadt Meknes, wo der Roman spielt. Warum ausgerechnet diese Stadt? Warum hast du diese Stadt ausgesucht, die nicht unbedingt die bekannteste ist aus Marokko? Ja, ist weitestgehend unbekannt, aber ist eine sehr wichtige Stadt in Marokko. Denn der Sultan Moulay Ismail hat diese Stadt erfunden. Ein Zeitgenosse von Ludwig dem 14. wird ein sehr großes Reich haben aufgrund zahlreicher Eroberungen. Eine Persönlichkeit, die vergleichbar ist mit Ludwig dem 14., also hat seinen Ehrgeiz, große Ziele für sein Land. Und er wird sich dieses Land komplett diese Stadt komplett ausdenken, mit dem Reißbrett entwickeln. Es gibt die christlichen Sklaven, die kommen von marokkanischen Korsaren, die damals sehr viel Macht hatten. Und es ist die Stadt meiner Großeltern. Ich auch bin dort zum Teil aufgewachsen. Meine Großeltern, die haben außerhalb von Meknes auf einem Bauernhof gelebt. Ich habe diese Stadt Meknes immer gekannt und in den 40er Jahren, diese Epoche, die ich hier beschreibe, die ist sehr repräsentativ für das Kolonialmodell, also wo es sehr viele Segregationen gibt, Melela, die Medina, das europäische Viertel. Die Leute können sich nicht frei von einem Stadtviertel zum anderen bewegen. Es gibt dort auch eine militärische Garnison. Es ist eine ländliche Stadt zugleich, denn rundherum liegen Felder, große Bauernhöfe, große Landhöfe von Kolonialbesitzern und es gibt diesen Rassismus, der typisch ist für Kolonialherren. Deshalb habe ich gerade an diese Stadt gedacht. Das war der beste Ort, wo mein Roman sich abspielen könnte. Es ist eine sehr romanhafte Stadt. Und dann der nächste Teil, das ist die westliche Küste, Casablanca, Rabat, aber Meknes, das ist wirklich eine Stadt, der fällt es schwer, sich weiterzuentwickeln und da eine gewisse Form der Durchmischung zu erleben. Also es wird nicht Meknes Zentrum sein der gesamten Trilogie. Nein, danach ist es die Atlantikküste. Also nicht Trilogie, so wie in anderen Romanen, wie beispielsweise Lübeck in den Buddenbrooks. Nein, es ist eine Stadt, da sind viele hingekehrt, haben ihre Zukunft vorbereitet, die Eroberung. Meknes heute hat nichts zu tun mit der ursprünglichen Stadt. Sehr viele Leute sind gegangen aus dieser Stadt, sind nach Tanga, Casablanca oder Rabat von da aus gegangen. In den 40er, 50er Jahren, also just wo dieser erste Band spielt, der Familiensaga, was gibt es da für eine Besonderheit in Meknes? Gut, sehr europäisch geprägt, hast du schon gesagt, aber welche Besonderheit gibt es da zu diesem Zeitpunkt? Du hast gesagt, danach hat sie sich verändert. Man sagt, eine kokette Stadt, eine hübsche Stadt, Provinzstadt, die französische Gemeinschaft lebt da sehr gerne, hat Raum, schöne Häuser, ist eine gut gestaltete Stadt, eine Stadt mit einer althergebrachten Kultur, einer urbanen althergebrachten Kultur. Die arabischen Menschen, die darin leben, kennen schon lange die Medina, eine sehr wunderschöne Stadt mit diesem berühmten Eingangsportal Bab el-Mansour, gleich zu Beginn der Medina findet
findet man dieses Eingangstor. Und damals war das besonders aufregend für die Franzosen, diese Stadt. Sie hatten dort auch das Gefühl, dass sie dort in dieser Stadt frei leben können, ihrer Lebensweise nachgehen können. Es gibt viele Cafés, sehr viele Restaurants, sehr viele volkstümliche Bälle, sehr viele Aktivitäten in der ländlichen Umgebung, sehr viele Griechen, sehr viele Armenier, sehr viele Russen, sehr viele Personen, die während des Krieges dorthin geflohen sind, nach Marokko also gekommen sind, auch eine Stadt, wo es sehr viele Kinos gibt, wo es eine reichhaltige kulturelle Aktivität gibt. Man denkt, erst eine sehr ruhige Stadt ohne Spannungen, aber letztlich gibt es dort ein besonders heftiges Massaker in 56. Die beiden schlimmsten Massaker, die stattgefunden haben, waren in Meknes und in Casablanca. Also bevor wir jetzt wirklich auf den Roman zu sprechen kommen, Familien sagen in der Literatur, hast du das immer gemocht? Insgesamt hast du da gewisse Vorbilder, Schriftsteller, die Trilogien oder gar Vierteiler geschrieben haben? Also wie hast du dich darauf vorbereitet, diese Trilogie? Also Das Land der Anderen ist ja nur der erste Band. Gibt es ein Buch, das dich besonders beeindruckt hat? Ich habe immer Sagas gelesen. Damit habe ich begonnen. Erst einmal, weil meine Großmutter, also die hat Modell gestanden für Mathilde mit ihrem Haus in Meknes. Sie hat immer gesagt, Saga lese ich. Hat mit ihrem elsässischen Akzent das gesagt, Familiensagen. Also sie hat mir davon immer erzählt, diese ganzen klassischen großen Familiensagas. Dann bin ich schnell übergegangen zu den Russen, Bücher von Tolstoi, Dostojewski und Les Frères, die Brüder Kasamarow. Also da gibt es ja auch letztlich diese Art von Sagas. Und auch Zola hat solche Art von Büchern geschrieben. Nicht so wie klassische Sagas, aber da werden Verbindungen geknüpft zwischen verschiedenen Romanfiguren. Zwei Dinge interessieren mich daran. Wenn man eine Romanfigur gerne mag, möchte man viel Zeit mit dieser Romanfigur verbringen. Diese Romanfigur wirklich kennenlernen von Geburt an. Und ja, diese literarische Geste, den Ehrgeiz, den man hat, das finde ich ganz verrückt. Diese Idee, dass man jemandem wirklich folgt, sein ganzes Leben lang. Ein Buch, das im Grunde niemals endet. Also das war für mich eine wichtige Inspiration. Kelle Magnus Marfus habe ich gelesen. Das war gar ein Schock für mich. Ich erinnere mich noch genau an den Ort, wo ich das gelesen habe. Wie alt ich damals war, 20 Jahre war ich alt in Marokko. Während eines Sommers habe ich das gelesen. Und das war wirklich sehr wichtig für mich. Auch diese Saga von Kessel, Le Tour de Malheur, auch das hat mich sehr stark beeinflusst. Und ich habe trotz allem stets versucht, darüber nachzudenken. Eine moderne Saga, wie könnte die lauten? Das kann man ja nicht so schreiben wie zur damaligen Zeit. Was hat sich denn da verändert, Just? Also Nagi Marfus hast du gesprochen, eine Saga heute zu schreiben. Was ist da anders? Naja, ich denke, was interessant ist, man kann über die Vergangenheit sprechen und gleichzeitig ein Zeitgenosse sein. Viele denken, es ist antimodern, über die Vergangenheit zu sprechen. Ich finde, damit kann ich nicht einverstanden sein. Man hat einen zeitgenössischen Blick auf die Vergangenheit. Und genau das wollte ich tun, gerade auf ein Land wie Marokko. Da ist es leicht, einen orientalistischen, exotischen Diskurs zu haben, gar einen folkloristischen Diskurs. Aber das wollte ich absolut nicht. Ich wollte mich abheben. Das sage ich ganz aufrichtig. Abheben von einer maghrebinischen Literatur, wo die Geschichte Marokkos auf eine Art und Weise erzählt wurde, wo es letztlich einen zu engen Blickwinkel nur gab. Ich wollte etwas Moderneres. Und was mich stark inspiriert hat für diesen ersten Band, das waren vor allem amerikanische Bücher. Die Ideen, die ich habe, das war vor allem mich aus Büchern von Südamerika, Faulkner habe ich wieder gelesen, inspirieren zu lassen. Also Augustlicht, Sanctuarium, das waren für mich Quellen der Inspiration, William Styron. Also denn ich habe gemerkt, was ich erzählen wollte, war genau das, diese Spannung, sexuelle Spannung, Rassenspannung, der Bezug zur Natur. Was darin liegen kann, dieses zugleich Feindliche und die Menschen Aufnehmende, der soziale Konformismus, diese kleine Bourgeoisie in der Provinz, die da möglichst reinlich daherkommen möchte und zugleich sehr große Laster hegt. Also ich wollte ein Land erzählen und wollte dieses Prisma einer anderen Geschichte zugleich dem Ganzen aufsetzen. Das Land der Anderen, da habe ich geschrieben über Meknes, aber habe an Alabama dabei gedacht.
Okay, wir würden also sagen, der erste Absatz, sollen wir das jetzt mal lesen? Okay, gut. Diesen Moment würde sie noch oft hören. Und genau in dem Moment begriff sie, dass sie eine Fremde war. Eine Frau, eine Ehefrau, ein Mensch, der der Gnade der anderen ausgeliefert war. Amin war jetzt auf seinem Territorium. Er war es, der ihr die Regeln erklärte, der sagte, wo es lang ging, der die Grenzen des Anstands, der Scham und der guten Sitten zog. Im Elsass während des Krieges war er ein Fremder gewesen, ein vorübergehender Gast, der sich besser zurückhielt. Als sie ihn im Herbst 1944 kennenlernte, hatte sie ihn geführt und beschützt. Amins Regiment war in ihrem Dorf ein paar Kilometer von Mulhouse entfernt, stationiert gewesen und hatte tagelang auf den Marschbefehl gen Osten warten müssen. Von all den Frauen, die sich bei ihrer Ankunft um den Jeep geschart hatten, war Mathilde die größte gewesen. Sie hatte breite Schultern und die Waden eines jungen Burschen. Sie ließ Amin nicht aus den Augen, die grün waren wie das Wasser der Brunnen in Meknes. Während der guten Woche, die er im Dorf verbrachte, begleitete sie ihn auf seinen Spaziergängen, stellte ihm ihre Freunde vor und brachte ihm Kartenspiele bei. Er war einen guten Kopf kleiner als sie und hatte die dunkelste Haut, die man sich vorstellen konnte. Er war so schön, dass sie Angst hatte, man würde ihn ihr wegnehmen. Angst, sie würde sich das alles nur einbilden. Noch nie hatte sie so etwas empfunden. Weder bei ihrem Musiklehrer damals mit 14, noch bei ihrem Cousin Alain, der seine Hand unter ihren Rock geschoben und am Rheinufer Kirschen für sie geklaut hatte. Doch hier, in seinem Land nun, fühlte sie sich hilflos. 3 Tage später bestiegen sie einen Lastwagen, dessen Fahrer sich bereit erklärt hatte, sie nach Meknes zu bringen. Mathilde litt unter dem strengen Geruch des Mannes und dem schlechten Zustand der Straße. 2-mal hielten sie am Rand, weil sie sich übergeben musste. Bleich und erschöpft, den Blick starr auf eine Landschaft gerichtet, der sie weder Sinn noch Schönheit abgewinnen konnte, wurde Mathilde von Wehmut überwältigt. Mach, sagte sie sich, dass mir dieses Land nicht feindlich gesinnt ist. Wird mir all das eines Tages vertraut sein? Als sie in Meknes ankamen, war die Nacht schon hereingebrochen und dichter, eisiger Regen trommelte auf die Windschutzscheibe des Lastwagens. Es ist zu spät, um dir meine Mutter vorzustellen, erklärte Amin. Wir schlafen im Hotel. Die Stadt erschien ihr kalt und feindselig. Amin erläuterte Mathilde ihre Topographie, die den von Marschall Lyautey zu Beginn des Protektorats aufgestellten Grundsätzen entsprach. Eine strikte Trennung zwischen der Medina, deren traditionelle Sitten und Gebräuche bewahrt werden sollten, und der europäischen Ville Nouvelle, deren Straßen die Namen französischer Städte trugen und die sich als Labor der Moderne verstand. Der Lastwagen setzte sie weiter unten am linken Ufer des Wadi Boufekrane ab, am Eingang zur Altstadt, in der die Einheimischen wohnten. Auch Amins Familie lebte dort, im Berima-Viertel, direkt gegenüber der jüdischen Mela. Sie nahmen ein Taxi auf die andere Seite des Flusses. Es folgte einer langen, ansteigenden Straße, passierte Sportplätze und durchquerte eine Art Pufferzone, ein Niemandsland, das die Stadt in 2 teilte und auf dem nicht gebaut werden durfte. Amin zeigte ihr das Camp Poublon, die Militärbasis, die über dem arabischen Teil der Stadt aufragte und deren leiseste Zuckungen überwachte. Sie bezogen ein anständiges Hotel. Der Rezeptionist inspizierte mit Sorgfalt eines Beamten ihre Papiere und ihren Trauschein. Auf der Treppe zu ihrem Zimmer kam es beinahe zum Streit, da der Hotelpage mit Amin hartnäckig Arabisch redete, während der ihn auf Französisch ansprach. Der junge Mann warf Mathilde anzügliche Blicke zu. Er, der immer ein Papier dabei haben musste zum Beweis, dass er berechtigt war, abends durch die Straßen der neuen Stadt zu gehen, nahm es Amin übel, dass er mit dem Feind schlief und sich frei bewegen konnte. Kaum hatten sie ihr Gepäck im Zimmer abgestellt, da zog Amin Mantel und Hut wieder an. Ich gehe meiner Familie guten Tag sagen. Es wird nicht lange dauern. Er ließ ihr keine Zeit für eine Antwort, warf die Tür hinter sich zu und sie hörte ihn die Treppe hinunterrennen. Mathilde setzte sich aufs Bett, die Beine an die Brust gezogen. Was tat sie hier? Das hatte sie allein sich selbst und ihrer Eitelkeit zuzuschreiben.
Sie hatte sich nach Abenteuern gesehnt, hatte sich großspurig auf diese Ehe eingelassen, um deren Exotik ihre Freundinnen aus Kindertagen sie beneideten. Jetzt war sie jedwedem Spott, jedwedem Verrat ausgeliefert. Vielleicht traf Amin eine Geliebte. Vielleicht war er sogar verheiratet. Denn schließlich, so hatte ihr Vater mit verlegener Miene gesagt, lebten die Männer hier polygam. Er spielte vielleicht Karten in einem Bistro ein paar Schritte von hier und amüsierte sich mit seinen Freunden darüber, dass er seiner lästigen Ehefrau entwischt war. Sie begann zu weinen. Sie schämte sich, so in Panik zu geraten, aber es war dunkel und sie wusste nicht einmal, wo sie war. Wenn Amin nicht wiederkäme, wäre sie hoffnungslos verloren, ohne Geld, ohne Freunde. Sie kannte nicht mal den Namen der Straße, in der sie wohnten. Als Amin zurückkehrte, kurz vor Mitternacht, fand er sie zerzaust, das Gesicht gerötet und vollkommen aufgelöst vor. Sie hatte eine Weile gebraucht, um die Tür zu öffnen. Sie zitterte und er dachte schon, es wäre etwas passiert. Sie warf sich in seine Arme, versuchte ihm ihre Beklemmung begreiflich zu machen, das Heimweh, das sie überwältigt, diese wahnsinnige Angst, die sie gepackt hatte. Er verstand es nicht und der Körper seiner an ihn geklammerten Frau kam ihm furchtbar schwer vor. Er zog sie zum Bett, wo sie sich nebeneinander setzten. Amins Hals war nass vor Tränen. Mathilde beruhigte sich, ihr Atem ging wieder gleichmäßiger, sie schniefte ein paar Mal. Amin holte ein Taschentuch aus dem Ärmel und reichte es ihr. Langsam streichelte er ihren Rücken und sagte: Sei kein kleines Mädchen. Du bist jetzt meine Frau. Dein Leben ist hier. Zwei Tage später zogen sie in das Haus im Berima-Viertel. In den engen Gassen der Altstadt hakte Mathilde sich bei ihrem Mann unter. Sie fürchtete sich, in diesem Labyrinth zu verirren, wo sich zahllose Händler drängten und die Gemüseverkäufer ihre Waren wortreich feilboten. Hinter der schweren, mit Rundkopfnägeln beschlagenen Tür des Hauses erwartete sie die Familie. Moilala, die Mutter, stand mitten im Innenhof. Sie trug einen eleganten Seidenkaftan und ihr Haar bedeckte ein smaragdgrünes Kopftuch. Für diesen Anlass hatte sie alten Goldschmuck aus ihrer Zedernholztruhe geholt, Fußkettchen, eine ziselierte Spange und ein Collier, das so schwer war, dass ihr schmächtiger Körper sich leicht nach vorne neigte. Als das Paar eintrat, stürzte sie sich auf ihren Sohn und segnete ihn. Sie lächelte Mathilde zu, die Hände der Frau in ihre nahm und das schöne, dunkle Gesicht betrachtete, die ein wenig geröteten Wangen. »Sie heißt dich willkommen«, übersetzte Selma, Amins kleine, gerade 9 Jahre alt gewordene Schwester. Sie stand vor Omar, einem schweigsamen Halbwüchsigen, der die Hände hinter dem Rücken und den Blick gesenkt hielt. Mathilde musste sich an dieses Leben gewöhnen. Alle miteinander in dem Haus, dessen Matratzen voller Wanzen und Ungeziefer waren und in dem es kein Entrinnen vor den Körpergeräuschen und dem Schnarchen der anderen gab. Ihre Schwägerin kam ohne anzuklopfen in ihr Zimmer und warf sich aufs Bett, wobei sie die paar Brocken Französisch wiederholte, die sie in der Schule gelernt hatte. Nachts hörte Mathilde Jalil schreien, den jüngsten Bruder, der oben eingesperrt lebte, mit nur einem Spiegel als Gesellschaft, den er nie aus den Augen ließ. Er rauchte ununterbrochen Sepsi und der Geruch des Kiff breitete sich im Flur aus und machte sie ganz benommen. Horden skeletöser Katzen schlichen den ganzen Tag lang durch den kleinen Innengarten, in dem eine staubige Bananenstaude ums Überleben kämpfte. Hinten im Patio gab es einen Brunnen, aus dem das Dienstmädchen, eine alte Sklavin, das Wasser für den Haushalt schöpfte. Amin hatte Mathilde gesagt, dass Jasmin aus Afrika kam, vielleicht Ghana, und dass Kadur Belhai sie seiner Frau auf dem Markt von Marrakesch gekauft hatte. In den Briefen, die sie ihrer Schwester schrieb, log Mathilde. Sie gab vor, ihr Leben gliche den Büchern von Karen Blixen, Alexandra David Niel, Pearl S. Buck. Sie erfand Abenteuer, in denen sie ihre Begegnungen mit sanftmütigen und abergläubischen Einheimischen in Szene setzte. Sie beschrieb sich mit Hut und Stiefeln, stolz auf dem Rücken eines arabischen Vollbluthengstes. Sie wollte Irene eifersüchtig machen, wollte, dass sie bei jedem Wort litt, dass sie vor Neid und Wut platzte.
Mathilde rächte sich an dieser unnachgiebigen und autoritären großen Schwester, die sie ihr ganzes Leben lang wie ein Kind behandelt und sie so oft genussvoll vor aller Augen gedemütigt hatte. Mathilde das Dummchen, Mathilde das kleine Luder, sagte Irene ohne Zärtlichkeit und ohne Nachsicht. Mathilde fand, dass ihre Schwester sie nie richtig verstanden und in einer tyrannischen Liebe gefangen gehalten hatte. Als sie nach Marokko aufgebrochen war, als sie dem Dorf, den Nachbarn und der Zukunft, die man ihr versprochen hatte, entflohen war, hatte Mathilde triumphiert. Zuerst schrieb sie begeisterte Briefe, in denen sie ihr Leben im Haus der Medina schilderte. Sie hob die geheimnisvollen Gässchen von Berima hervor, trug extra dick auf beim Schmutz in den Straßen, dem Lärm und dem Gestank der Esel, die die Männer und ihre Waren transportierten. Dank einer der Ordensschwestern des Mädchenpensionats fand sie ein schmales Bändchen über Meknes, das Reproduktionen einiger Stiche von Delacroix enthielt. Sie legte das Buch mit den vergilbten Seiten auf den Nachttisch und prägte sich jedes Detail ein. Sie lernte ganze Passagen von Pierre Loti auswendig, den sie so poetisch fand, und konnte kaum glauben, dass der Dichter nur wenige Kilometer von hier entfernt geschlafen und die Mauern und das Becken von Agdal erblickt hatte. Sie erzählte von Stickern, den Kupferschmieden, den Drechslern, die im Schneidersitz in ihren Werkstätten im Souterrain saßen. Sie erzählte von den Prozessionen der Bruderschaften auf dem El-Hedim-Platz, der Schar von Wahrsagern und Heilern. In einem ihrer Briefe beschrieb sie über fast eine ganze Seite den Laden eines Quacksalbers, der Hyänenschädel, getrocknete Raben, Igelpfoten und Schlangengift verkaufte. Sie dachte, das würde Irene und ihren Vater Georges mächtig beeindrucken und sie würden sie in ihren Betten oben in dem trauten Heim darum beneiden, dass sie die Langeweile gegen Abenteuer, den Komfort gegen ein Leben wie im Roman eingetauscht hatte. Alles an dieser Umgebung war überraschend, anders als das, was sie bisher gekannt hatte. Sie hätte neue Worte gebraucht, ein gesamtes, von der Vergangenheit befreites Vokabular, um die Gefühle auszudrücken, das Licht zu beschreiben, das so intensiv war, dass man mit zusammengekniffenen Augen lebte. Das Staunen, das sie Tag für Tag angesichts all der Geheimnisse und der Schönheit ergriff. Nichts, weder die Farbe der Bäume noch die des Himmels, nicht mal der Geschmack des Windes auf der Zunge und den Lippen war ihr vertraut. Alles war anders. Dankeschön. Also kurz eine Zusammenfassung, um alles gut zu verstehen, diese beiden Hauptpersonen, Mathilde Amin, Amin, Mathilde. Wer sind sie genau? Was sind ihre Bestrebungen? Also, dass man so ein bisschen einen Eindruck hat, etwas weiß über diese beiden so kontrastreichen Romanfiguren. Amin ist ein junger Mann. Er stammt aus Meknes. Der Vater war Übersetzer in der französischen Armee, also für die Kolonialarmee. Die Mutter, Mudela, von ihr haben wir gehört in dem Auszug. Sie ist eine eher traditionell geprägte Frau, die also unterworfen ist, sich um ihre Kinder kümmert. Kadur ist verstorben und hat ein Erbe hinterlassen für Amin. Das ist verpachtet an einen Kolonialherrn. Er hat einen Pachtvertrag für dieses Land. Also während des Zweiten Weltkrieges tritt er dann ein in die Armee, in die Kolonialarmee, bricht auf nach Frankreich, um dort Frankreich zu befreien. Als er dort ankommt, eintrifft in Frankreich, denn er geht von Ceuta aus und geht hoch bis zum Osten. Und als er in Elsass eintrifft, in einem Dorf, da wird sein Regiment letztlich Lager beziehen. Da kennt er Mathilde kennen, 20 Jahre alt, ist in diesem Dorf aufgewachsen, stammt aus einem bürgerlichen Milieu, etwas, ein langweiliges Milieu, konformistisches Milieu. Und sie ist eine Abenteurerin. Sie hat Durst nach andersartigen Dingen. Sie ist auch ein junges Mädchen mit einer gewissen exotischen Sensibilität.
Sexualität, das hat sie nie ausleben können, denn als der Krieg begonnen hat, da war sie 13, 14 Jahre alt. Also sie wurde da letztlich ausgebrannt in ihrer sensuellen Entwicklung. Dann lernt sie diesen jungen Mann kennen und ist gleich ganz verliebt in ihn, in alles, was er für sie verkörpert, sein exotischer Aspekt, seine dunkle Haut, dass sie mit ihm ins Ausland ziehen kann, dass sie sich mit einem Mann verheiraten wird, der anders ist als die Männer, mit denen sich ihre Freundin verheiratet haben, die einen beginnenden Bauchansatz haben, die trinken, und sie möchte diesen wunderschönen Marokkaner haben, der letztlich ihr marokkanischer Befreier ist. Ja, wir haben es verstanden, es ist eine Trilogie, trägt autobiografische Züge, und diese Romanfigur Mathilde, inwieweit ist es das Porträt deiner elsässischen Großmutter? Ja, das war das Modell, aber das ist nicht das Porträt davon. Meine eigene Großmutter gestern im Saal, beste Freundin meiner Mutter. Ich weiß, dass sie hier ist, hier in diesem Saal auch heute, und sie wird sich freuen darüber, dass ich über meine Großmutter spreche. Sie war eine beeindruckende, sehr freie Frau, sehr lustig, hatte sehr viel Fantasie, hat unheimlich viele Witze gerissen. Sie war anders als all die anderen Menschen, die man in Marokko antreffen könnte. Sie war sehr groß, grüne Augen hatte sie, blond, und dann hatte sie diesen kleinen Mann mit dunkler Haut. Also sie würde gerne, sie hat ständig Witze gemacht, sie hat Eimer gestellt auf die Türschwelle, damit die Leute durch die Tür gehen, nass gespritzt werden, und hat die Ärmel zugenäht, und das hat meinen Großvater verrückt gemacht. Sie sprach berberisch, aber mit einem starken elsässischen Akzent. Als ich klein war, habe ich immer gefragt, woher kommt sie, Elsass, was ist denn das für ein Land, woher kommt denn dieser Akzent? Sie hat mir Geschichten erzählt. Ich weiß nicht, ob diese Geschichten alle unbedingt der Wahrheit entsprachen. Ist mir im Grunde auch egal. Ich weiß aber, dass diese Geschichten mich stets fasziniert haben. Damals, zu diesem Zeitraum, habe ich meine Großmutter unheimlich bewundert. Sie hat mir erzählt, sie sei eine große Schauspielerin gewesen. Sie hätte gar im Odeon gespielt. Das stimmte alles sicherlich nicht. Und mein Großvater hatte eine große Narbe auf dem Bauch. Das stammte von einer banalen Operation. Ich habe gefragt, woher kommt denn diese Narbe? Meine Großmutter hat gesagt, ach, weißt du, dein Großvater, der hat mit einem Tiger im Schwarzwald in Deutschland gekämpft. Und ich bin dann zur Schule gegangen und habe meinen Freundinnen gesagt, meinen Freunden, tja, mein Opa hat in Deutschland gekämpft im Schwarzwald mit einem Tiger. Und am nächsten Tag kam ein Schulkamerad an und sagte, das stimmt doch gar nicht, es gibt keine Tiger im Schwarzwald. Und ich habe gesagt, naja, deswegen werde ich Schriftstellerin, wenn es sein muss, werde ich gar Tiger im Schwarzwald ansiedeln. Also es ist nicht ein Porträt meiner Großmutter, es ist ein Porträt der Frau, die meine Großmutter mir beschrieben hat. Das ist die fantastische Vorstellung, die sie von sich selbst hatte. Also ich habe beschrieben, was sie sich vorgestellt hätte, was ihr Leben sein könnte. Also im Roman haben wir das gesehen, auch in dem Auszug, der hier vorgelesen wurde. Frankreich, Marokko ist ein französisches Protektorat am Ende der 40er Jahre. Es gibt Mathilde Amin, es gibt den Krieg Amin, der da ist in der französischen Armee, hast du gesagt. Er ist da mit dabei. Es gibt auch den Ersten Weltkrieg, da ist er jemand, der Verdun entkommen ist, und es gibt auch den Bauernhof, ein Bauernhof gelegen inmitten von Gehöften von französischen Kolonialherren. Also man sieht hier dieses ganze Universum, französisch-marokkanisch. Ich habe mir dann vorgestellt, in den 50er Jahren in Marokko gibt es solche durchgemischten Paare häufig, und ein gemischtes Paar wie Amin Mathilde ist es wirklich eine solche Besonderheit. Damals war das schon noch eine Besonderheit. Während des Zweiten Weltkriegs, da wird es mehrere Paare geben, also maghrebinische Menschen, maghrebinischer Herkunft mit europäischen Menschen. Und ja, es kommt dann schon eher vor, dass dort welche zurückkehren nach Marokko, und ein koloniales Unternehmen. Das ist auch ein sexuelles Unternehmen, und zwar dies zum größten Teil.
Teil. Und es ist alles sehr stark sexualisiert, dieses koloniale Milieu. Wenn man sich Karten anschaut, Landkarten von Afrika, das verkörpert stets eine afrikanische Frau mit entblößten Brüsten, stellt Afrika dar. Also Mukher Fatma, die Frau, die ein verdecktes Gesicht hat, aber zugleich nackte Brüste zeigt. Die Kolonisation, also das hat viel zu tun mit Bordellen. Der weiße Mann kann da ohne überhaupt ein Problem haben, alles tun, kann eindringen ins Territorium und auch in den Körper der Einheimischen. Aber der Körper einer weißen Frau, dass sie sich mischt und da mit diesen wilden Körpern sich einlässt, sich auf eine Sexualität einlässt, die man nicht kennt. Also eine weiße Frau, die sich mit einem Araber einlässt, das war schlecht angesehen. Von meiner Großmutter weiß ich, dass das für sie eine schmerzliche Erfahrung gewesen ist, dass sie erniedrigt worden sind. Und gar meine Mutter hat mir das erzählt, wie die Leute dieses Paar angeschaut haben und halt auch sich diese Kinder angeschaut haben, das Ergebnis einer solchen Verbindung. Heute kennen wir das, die Durchmischung. Aber man muss sich das vorstellen, was das damals für ein Schock gewesen sein muss. Also Kinder, die weder schwarz noch weiß sind, die nicht muslimisch sind, nicht christlich sind, von denen wir absolut nicht wissen, wozu sie genau hören. Solche Kinder, die werden wirklich als Verräter betrachtet. Sie werden gar betrachtet wie Ankündiger der Kriminalisierung der Welt. Eine Welt, wo sich alles auflöst. Eine Welt, die dann letztlich zerstört wird, später in den 60er Jahren. Als die ersten marokkanischen Generationen nach Europa gegangen sind, um dort zu studieren, da wird es viel mehr bikulturelle Paare geben. Dann wird das viel mehr akzeptiert und wird dann auch stärker von den marokkanischen bürgerlichen Schichten akzeptiert. Gut, vielleicht noch jetzt eine zweite Passage zur Lektüre. Über die Nase hochgezogen, hatte sie das Gefühl zu verschwinden. Und sie wusste nicht recht, was sie davon halten sollte. Wenn diese Anonymität sie auch schützte, ja, sogar berauschte, war sie doch wie ein Abgrund, in dem sie widerwillen immer tiefer versank. Und ihr schien, als verlöre sie mit jedem Schritt ein wenig mehr von ihrem Namen, ihrer Identität, als verberge sie, indem sie ihr Gesicht verbarg, einen wesentlichen Teil ihrer selbst. Sie wurde zum Schatten, zu einer vertrauten Gestalt ohne Namen, Geschlecht und Alter. Die wenigen Male, die sie gewagt hatte, Amin auf die Rolle der marokkanischen Frauen anzusprechen, auf Molala, die nie das Haus verließ, hatte ihr Mann die Diskussion rasch beendet. Worüber beklagst du dich? Du bist Europäerin. Niemand verbietet dir irgendetwas. Also kümmere dich um dich und lass meine Mutter in Frieden. Aber Mathilde ließ nicht locker, aus Widerspruchsgeist, weil sie der Lust zu streiten einfach nicht widerstehen konnte. Abends redete sie mit einem von der Feldarbeit erschöpften und von den Sorgen ausgelaugten Amin über die Zukunft von Selma und Aisha, diesen jungen Mädchen, deren Schicksal noch nicht vorgezeichnet war. Selma muss studieren, sagte sie. Und wenn Amin ruhig blieb, fuhr sie fort. Die Zeiten haben sich geändert. Denk auch an deine Tochter. Sag mir nicht, du hast die Absicht, Aisha zu einer unterwürfigen Frau zu erziehen. Und dann zitierte Mathilde in ihrem elsässisch gefärbten Arabisch die Worte Lala Aishas in Tanga im April 1947. Zu Ehren der Tochter des Sultans hatte sie den Namen ihres ersten Kindes ausgewählt. Daran wollte Mathilde Amin erinnern. Hatten nicht sogar die Nationalisten erkannt, dass der Wunsch nach Unabhängigkeit mit einer Befürwortung der Emanzipation der Frauen einhergehen musste? Es gab immer mehr, die sich bildeten, eine Djellaba oder sogar europäische Kleidung trugen. Amin nickte, brummte, machte aber keine Versprechungen. Auf den Feldwegen inmitten der Arbeiter gingen ihm diese Gespräche manchmal durch den Kopf. Wer will schon eine unsittliche Frau, dachte er. Mathilde hat keine Ahnung. Er dachte an seine Mutter, die ihr Leben lang eingesperrt gewesen war. Als Kind hatte man Molala nicht erlaubt, mit ihren Brüdern in die Schule zu gehen. Dann hatte Si Kadur, ihr verstorbener Mann, das Haus in der Medina gebaut. Mit dem einzigen, stets von Läden verschlossenen Fenster im Obergeschoss, dem Molala sich nicht nähern durfte, hatte er ein Zugeständnis an die Traditionen gemacht.
die Fortschrittlichkeit Kadurs, der Französinnen die Hand küsste und sich von Zeit zu Zeit im Meers eine jüdische Prostituierte gönnte, endete exakt da, wo der Ruf seiner Frau ins Spiel kam. Als Amin ein Kind war, hatte er manchmal gesehen, wie seine Mutter durch die Ritzen das Treiben auf der Straße beobachtete und sich den Zeigefinger auf die Lippen legte, damit er ihr Geheimnis bewahrte. Für Mualala war die Welt von unüberwindlichen Grenzen durchzogen, zwischen Männern und Frauen, zwischen Muslimen, Juden und Christen. Und sie meinte, um gut miteinander auszukommen, sei es besser, wenn man sich nicht allzu oft begegnete. Der Frieden würde fortbestehen, solange jeder an seinem Platz blieb. Von den Juden der Mela ließ sie sich die Kohlebecken reparieren, Körbe flechten und ein magerer Schneider mit haarigen Wangen lieferte ihr für den Haushalt unverzichtbare Kurzwaren. Nie hatte sie die europäischen Freunde ihres Gatten getroffen, der gerne Gehröcke und Buntfaltenhosen trug und sich damit brüstete, ein moderner Mann zu sein. Und sie stellte keine Fragen, als sie eines Morgens Kadurs privaten Salon aufräumte und an Gläsern und Zigarettenkippen rote Spuren fand, die die Form eines Mundes hatten. Amin liebte seine Frau. Er liebte sie und er begehrte sie so sehr, dass er manchmal nachts aufwachte und sie beißen, sie verschlingen, sie ganz und gar besitzen wollte. Doch bisweilen zweifelte er an sich. Was hatte er sich nur dabei gedacht? Wie war er auf die verrückte Idee gekommen, dass er mit einer Europäerin zusammenleben könnte, einer so emanzipierten Frau wie Mathilde? Wegen ihr, wegen diesen schmerzlichen Widersprüchen kam es ihm vor, als würde sein Leben von einem nicht richtig ausgewuchteten Schwungrad angetrieben. Manchmal empfand er das heftige und quälende Verlangen, zu seiner Kultur zurückzukehren, seinen Gott, seine Sprache und sein Land von ganzem Herzen zu lieben. Und Mathildes Unverständnis machte ihn verrückt. Er wollte eine Frau wie seine Mutter, die ihn ohne viele Worte verstand, mit der Geduld und der Selbstverleugnung seines Volkes, die wenig sprach und viel arbeitete. Eine Frau, die ihn am Abend erwartete, still und ergeben, die ihm beim Essen zusah und darin all ihr Glück und ihre Erfüllung fand. Mathilde machte ihn zu einem Verräter und einem Ketzer. Manchmal hatte er Lust, einen Gebetsteppich auszurollen, seine Stirn auf den Boden zu legen, in seinem Herzen und aus dem Mund seiner Kinder die Sprache seiner Vorfahren zu vernehmen. Er träumte davon, auf Arabisch zu lieben, einer Frau mit goldbrauner Haut zärtliche Dinge ins Ohr zu flüstern, wie man sie kleinen Kindern sagte. Dann wieder, wenn er nach Hause kam und Mathilde ihm um den Hals fiel, wenn er hörte, wie seine Tochter im Badezimmer sang, wenn Mathilde sich Spiele ausdachte und Scherze machte, war er glücklich und fühlte sich den anderen überlegen. Er hatte dann das Gefühl, er hätte sich aus der Masse befreit und musste zugeben, dass der Krieg ihn verändert und der Fortschritt sein Gutes hatte. Er schämte sich für sich selbst und seine Inkonsequenz. Und er wusste, dass Mathilde es war, die dafür bezahlte. Dankeschön. Ces passages terribles. Das ist ein Wahnsinnsabschnitt, furchtbar. Es gibt ein Zitat von Edouard Glissant am Anfang des Buches über just die Durchmischung der Kulturen. Und man sieht also das sogenannte Métissage. Man sieht, es ist etwas Kompliziertes, schier Unmögliches. Und in dieser Gesellschaft, die du beschreibst, also diese Gesellschaft der 50er Jahre zur Zeit der Kolonialisierung, eine Epoche, die dann brutal enden wird, ist es da unmöglich, eine Gesellschaft, zugleich gibt es da diese nationalistische Wut der Araber und dann die Bestrebungen der Kolonialherren auf der anderen Seite, da jemand sein, der ein Mischling ist, also ein Metis ist, das ist etwas sehr Schwieriges. Also dieses Wort Mischling, Metis, also steht ganz groß auf einer Seite der Ursprung dieses Wortes. Was bedeutet das da? Diese Frage stellt er sich, so wie es auch später sagt in diesem Text,
da geht eine ganze Geschichte mit einher, die Geschichte der Kolonialzeit des Sklaventums. Man bezeichnet nicht alle als Metis. Wenn ein Franzose eine Deutsche heiratet, dann ist es kein Mischling. Mischling, das sagt man, wenn es eine unterschiedliche Farbe gibt oder auch eine hierarchische Abweichung. Also sobald man dieses Wort verwendet, Metissage, Mischling, dann hat es was zu tun mit einer Hierarchiefrage. Und da just diese Kolonialzeit, da treffen Welten aufeinander. Die kolonisierte Welt, die Welt, die die Kolonisierung durchführt, eine glückliche Durchmischung, glückliche Metissage ist schwierig, denn man muss Farbe bekennen für eine der beiden Seiten, denn die beiden Seiten stehen permanent in Konflikt zueinander. Es gibt darin eine Kultur, die dominierend ist, das ist die französische Kultur. Aisha wird dominiert von dieser Kultur, denn sie geht auch in eine Kolonialschule, sie ist sehr stark gläubig, sie glaubt an Maria, sie glaubt an Jesus und sehr viele Kinder zu dieser Zeit, das werde ich danach noch erzählen, haben etwas erlebt, das war so eine innere Zerrissenheit, eine große Besorgnis, sie wurden ihrer Kultur entrissen, ich selbst habe das auch erlebt, mein eigener Vater war kein Mischling, keine Metisse, hatte die Kolonialschule besucht, er sprach sehr gut Arabisch, konnte es aber nicht schreiben, kannte nicht das klassische Arabisch. Als mein Vater Minister geworden ist, war er ca. 30 Jahre alt, als er zum ersten Mal vor dem Parlament eine Rede halten musste, hat er das phonetisch geschrieben, in dem lateinischen Alphabet, hat das dann rezitiert, ohne zu wissen, was er da sagt. Er sprach seine eigene Sprache nicht. Das wurde weitergegeben von einer Generation zu anderen. Nicht nur in Marokko, auch in Algerien, in Tunesien, im Libanon. Eine ganze Generation, die nicht in der Lage gewesen ist, die eigene Geschichte weiterzugeben. Also Metissage, das hängt nicht allein ab von den Eltern. Es ist etwas Schmerzhaftes aufgrund des Umstandes, so wie es ist. Ich dachte, es sei ein Roman mit sehr finsteren Tönen eigentlich. Die Romanfiguren sind darin unglücklich und sind einsam oder leiden an Melancholie, an Wut. Niemand hat das Gefühl, wirklich am richtigen Platz zu sein. Viele schämen sich auch, das erzählst du uns gerade, und regelmäßig gibt es dort Romanfiguren, die sich auflehnen. Für mich ist das gerade die Stärke dieses Romans, denn damit entkommt er jedem Manichäismus. Es ist nicht einfach nur gegen den Nationalismus. Man sieht die gesamte Vielschichtigkeit. Empfindest du das auch so, dass man dort sehr viel Unglück spürt, dieses Unglück all dieser Romanfiguren, auch der Kinder, die dort auch ein sehr vielschichtiges Schicksal erleiden und dieses unmögliche Metissage erleben? Ja, immer, wenn ich einen neuen Roman beginne, sage ich meinem Herausgeber, jetzt werde ich mal endlich einen lustigen Roman schreiben. Aber jedes Mal täusche ich mich komplett und das wird sogar immer noch schlimmer. Also wenn ich schreibe und just hier in diesem Zusammenhang, natürlich, es ist eher Melancholie, Einsamkeit, die Fähigkeit zu sprechen, sehr viele Dinge sind da. Es ist eine Familie, es handelt sich um eine Epoche, da hat man nicht unbedingt viele Worte. Es sind traumatisierte Menschen, traumatisiert aufgrund des Krieges, haben eine schwere körperliche Arbeit, die Landarbeit. Es ist frustrierend, wenn man nach Hause kommt, dann isst man nur noch leise, man ist übermüdet, geht nur noch ins Bett, man spricht nicht über seine Emotionen. Daran leidet auch Mathilde. Sie hat eher diese europäische Kultur, wo man doch eher Dinge zum Ausdruck bringt. Ich habe immer Romane geschrieben, die ereignen sich innerhalb einer Familie, innerhalb des familiären Umfelds. Und ich denke tatsächlich, familiärer Umfeld ist etwas sehr Gewalttätiges. Es ist ein Raum, wo es um Dominierung geht. Eltern, Kinder, Männer über Frauen, die Arbeitgeber über Hausangestellte. Es gibt da sehr viele Spannungen und Individuen erleiden dort Zwänge. Man kann darin nicht sein, was man möchte, noch nicht einmal innerhalb der eigenen Familie. Das mag als paradox erscheinen. Eigentlich ist eine Familie ein Zufluchtsort, aber ich sehe es auch als ein Gefängnis. Und ich erzähle auch den
Standpunkt dieser Frauen, die eingesperrt werden, kochen, sich um die Kinder kümmern müssen und das Gefühl haben, nichts als Gegenwert zu erhalten. Ja, es ist eine stark melancholische Epoche, aber das hat auch zu tun mit der Hauptinspirationsquelle, die Berichte meiner Mutter über diese Epoche. Und sie hat auch eine sehr, sehr schwarze Erinnerung an ihre Kindheitstage. Als ich anfing, das Buch zu schreiben, habe ich sie darum gebeten, mir die Kindheit zu beschreiben. Sie hat gesagt, das kannst du nie nachvollziehen. Du verstehst das nicht, was das ist, wirklich schwarz, im Schwarzen zu leben, in der Dunkelheit zu leben. Ich habe wirklich die tiefste schwarze Nacht erlebt auf dem Lande. Da gab es noch Schakale, da gab es wilde Tiere. Das hat sicherlich einem Kind große Angst bereitet. Und auch das wollte ich wiedergeben in diesem Buch. Das sind Leute, sie leben in der Dunkelheit und das auf sehr vielen Ebenen. Sie verstehen nicht, was politisch um sie herum sich ereignet. Sie verstehen sich untereinander nicht. Sie lassen keinen Raum. Sie können die Ängste, die sie erleben, nicht in Worte fassen. Dieses kleine Mädchen fühlt sich von Gott angezogen, sehr stark angezogen, hat aber auch etwas Finsteres in sich, etwas für sie Undurchsichtiges. Ich bin eine dunkle, melancholische Autorin und bis ich lustige Bücher schreibe, da muss man sich noch etwas gedulden, aber es wird kommen, da bin ich mir sicher. Ja, ja, wir warten das. Man sieht jetzt hier Südamerika, die Spuren davon. Faulkner, da gibt es ja auch diese Stimmungen. Ja, selbstverständlich. Ich habe seine Erzählungen schon sehr jung gelesen und auch amerikanisches Kino, all dieses aus dem Süden Amerikas, auch diese Darstellungen von Frauen. Ich habe mir sehr viele amerikanische Filme angeschaut als Kind, sehr viele Westernfilme, sehr viel, alles, was im Süden der USA passiert ist. Das sind Cowboys, das sind Indianergeschichten. Und immer habe ich mir gesagt, ach, ist mir völlig egal, die Cowboys, die Indianer, die sind völlig uninteressant. Ist mir doch völlig egal, ob der jetzt da seine Pistole hervorholt, auf ihn schießt. Aber diese Frau, die da im Saloon sitzt, eine Nebenfigur, ihr Leben fand ich passionierend. Sie musste unglaubliche Dinge erlebt haben, um da in diesem Saloon alleine zu sitzen, um alleine zu trinken, alleine zu tanzen, dann in ihr Zimmer zu gehen, an traurige Dinge zu denken, an ihr Heimatsland. Also auch diese Dinge, auch in meinen amerikanischen Romanen, habe ich danach gesucht. Diese mysteriösen Frauen, über die man nichts weiß. Ich habe mir versucht vorzustellen, was sie wohl empfunden haben, was sie wohl erlebt haben. Die Misfits also. Ja, genau, das meine ich. Gut, es gibt auch noch weitere fürchterliche Auszüge aus dem Roman über die Emanzipation der marokkanischen Frauen. Also das sind nämlich die Abenteuer der Schwester von Amin, von Selma, die Abenteuer, die Selma erlebt. Ihr Bruder wird sie furchtbar bestrafen, denn sie wollte ihr Recht ausüben, frei zu lieben. Davon hat sie in den Zeitungen gelesen. Darüber hatte Mathilde zu ihr gesprochen. Du hast ein Buch geschrieben, auch über die Sexualität der marokkanischen Frauen. Das ist noch gar nicht so lange her, über die zeitgenössischen Frauen. Was hat sich verändert in Bezug auf die Szenen, die du beschreibst? Vielleicht kannst du so ein bisschen darüber sprechen, wer ist diese junge Selma, die Schwester von Amin? Was sind ihre Ziele? Was geschieht ihr? Vielleicht kannst du sie auch vergleichen mit den jungen Marokkanerinnen von heute. Diese junge Frau Selma gehört zu einer sehr besonderen Generation in Marokko. Die erste Generation, die so ein bisschen einen Eindruck davon haben wird, was das sein wird. Weibliche Emanzipation 47, als der Sultan seine große Rede von Tanga halten wird. Eine Unabhängigkeitsrede, da nimmt er seine Tochter mit. Aisha heißt sie. Und deswegen heißt auch die Romanfigur bei mir Aisha. Und diese Prinzessin Aisha, die wird eine Rede halten vor einem Mikro, wird übertragen im Fernsehen und sie ist nicht verschleiert dabei. Und das ist ein Moment der Revolution in der Geschichte der Unabhängigkeit Marokkos. Denn eigentlich für die marokkanischen Nationalisten ein unabhängiges Marokko zu errichten ohne die Frauen ist undenkbar. Es gibt also diese Hoffnung, dass die Frauen Zugang erhalten werden zu Bildung, dass sie ein Leben in der Öffentlichkeit führen können, dass sie moderne Frauen werden können wie westliche Frauen. Und ich wollte im Buch Folgendes zeigen. Ich wollte eine Parallele ziehen. Kampf der Männer für die Unabhängigkeit, für die Freiheit und Kampf der Frauen. Und dann auch heimlich innerhalb ihrer Familie haben sie diesen Krieg geführt für die Freiheit, für die Unabhängigkeit. Die Männer waren in der Straße, haben das
da eingefordert im Namen der Nation, dann hat man ihnen auch zugehört. Wenn die Frauen das getan haben, wurde ihnen weniger zugehört. Diese Frauen werden dann verraten, als die Unabhängigkeit kommt. Eine kleine marokkanische Minderheit nur wird Zugang zur Bildung erhalten. Es gibt da kurz so eine Bewegung in die Richtung, das hat bis heute sich fortgesetzt. Alles hat sich verändert. Deshalb wollte ich dieses Buch schreiben. Was mich fasziniert, was die Leute kaum bemessen, wenn Journalisten mir im Ausland sagen, aber wirklich furchtbar Marokko, das war ja letztlich vorher besser, jetzt inzwischen ist es schlimmer geworden. Ich sage dann immer, so ein Quatsch, sagt das nicht. Natürlich war es vorher nicht besser, natürlich ist es jetzt besser. Marokko hat sehr viel Fortschritt erlebt in Bezug auf die Frauenrechte. Und auch vorhin in meiner Rede habe ich gesagt, die Rechte als Kind, die da die Frauen nicht hatten, sehr viele Dinge haben sich geändert. Die Frauen dürfen sich scheiden lassen, dürfen an die Kinder ihre Nationalität weitergeben, sie dürfen arbeiten, sind vertreten in den wichtigen Schichten des sozialen Lebens in Marokko. Natürlich bleiben noch sehr viele Probleme, die zu lösen sind, aber man kann nicht sagen, dass sich nicht verändert hat. Ich wollte auch das erzählen, diese große Kluft, die es da gibt, die da liegt zwischen meiner Urgroßmutter und mir. Da gibt es aber einen Quantensprung, den kann man sich in der westlichen Welt kaum vorstellen. Das ging alles sehr schnell. Die Urgroßmutter, die wusste weder zu schreiben noch zu sprechen. Sie hätte sich kaum vorstellen können, wie mein Leben aussehen wird, dass ich mehrere Sprachen spreche, dass ich meinen Ehemann alleine zu Hause lasse mit den Kindern, während ich hier arbeite, mehrere Gläser Wein getrunken habe, gleich noch welche trinken werde. Das wäre für sie unvorstellbar. Auch über diese Geschwindigkeit wollte ich sprechen, denn das geht einher mit diesem Schock zugleich, dieses ganze Konservative, all diese letzten 20 Jahre lang, das ist letztlich die Antwort auf diesen schnell erfolgten Fortschritt. Für die Männer war es schwierig, sich daran zu gewöhnen, an diese Veränderungen in der Gesellschaft. Eine Frau wie Selma, die ich kennengelernt habe, sie hat noch bis vor kurzem gelebt. Es sind solche Figuren für mich, das waren Beispiele für die Freiheit. Das waren Frauen, die waren letztlich marginalisiert. Sie haben sich dann entschieden, dass sie sich nicht mehr darum scheren werden, was die Männer von ihnen denken. Willst du sagen, die Trilogie, die du beschreibst, ist letztlich eine Trilogie, die die marokkanische Frau der 40er Jahre beschreibt bis heute hin. Ich weiß nicht, bis wohin der letzte Band uns führen wird. Ja, das ist so ein bisschen mein Vorhaben. Ich möchte über diese Frauen erzählen und möchte nicht über die marokkanische Frau sprechen, denn als es beispielsweise diesen Film gegeben hat von Nabila Yushmatschloff, sicherlich haben Sie davon gehört, über marokkanische Prostituierte wurde in Cannes gezeigt, hat einen Skandal hervorgerufen, in Marokko verboten. Ich kann mich noch erinnern, der Informationsminister, als der erzählt hat, warum dieser Film zensiert wurde, hat gesagt, weil das ein Angriff sei auf die marokkanische Frau. Ich wusste nicht, was das bedeuten sollte, die marokkanische Frau. Das gibt es nicht. Das ist ein abstraktes, patriarchales Konzept. Also marokkanische Frau ist eine nette Frau, eine gute Schwester, eine gute Mutter, die tugendhaft ist, die gut kocht, die nur mit einem Mann das Bett geteilt hat, damit zufrieden ist. Also ich finde das unerträglich, so etwas. Und ich wollte beschreiben, die marokkanische Frau gibt es in der Form nicht. Als ich klein war und Anna Karenina gelesen habe oder egal, noch über eine andere Person geredet habe, von Maris Conde, von Faulkner, von Garcia Marquez, also diese Frauen da, darin habe ich mich wiedergefunden. Es waren keine marokkanischen Frauen, es waren kolumbianische Frauen, es waren Frauen aus der gesamten Welt und darin konnte ich mich wiedererkennen. Und ich wollte diese Vorstellung, die es möglicherweise gibt in der westlichen Welt, eine Frau, die Aisha heißt, Selma heißt, Khadija heißt, ich wollte, dass es keine exotische Person ist, dass man sagt, oh, eine Fatima, ich kann doch keiner Fatima ähneln. Das ist ein Wesen, das ist anders als ich.
tief ergreifend anders als ich. Sie kommt nicht aus derselben Welt wie ich. Ich wollte zeigen, doch, wir kommen aus derselben Welt. Wir sind beseelt von denselben Wünschen, von demselben Verlangen. In diesen letzten Jahren hat uns stark dieser Gedanke beeinflusst. Diese Frauen, diese verschleierten Fatima, sie kommen von einem anderen Planeten. Nein, das tun sie nicht. Ja, das ist ja der große Sieg der Islamisten. Die lassen uns, die machen uns das vor. Ja, Sieg auch der extrem Rechten der westlichen Welt. Da wird vermittelt die Idee, dass wir alles verloren hätten. Amin, Mathilde, ihre beiden Kinder, Aisha, Selim, leben auf einem Hügel, auf ihrem Bauernhof, weit entfernt von dem, was in Meknes geschieht. Auf ihrem Hügel wächst ein merkwürdiger Baum, halb ein Zitronenbaum, halb ein Orangenbaum. Es ist nicht unbedingt erfolgreich, aber es ähnelt ihnen. Es ist eine Familie, es sind hybride Wesen. Und ich zitiere, was du sagst, sie stehen letztlich auf keiner der beiden Seiten. Und ich stelle mir eine Frage, das ist eine Frage, die sich auch unserer heutigen Generation stellt. Diese ganze Geschichte um sie herum ballt sich zusammen. Also nationalistische, die koloniale Epoche. Also sie stehen da mittendrin und sie sind eben diese hybriden Wesen, die da mittendrin steht und können nicht wirklich klar Stellung beziehen. Kann man neutral bleiben, wenn die Geschichte so beschleunigt wird oder irgendwann nimmt einem die Geschichte, die Entscheidung einfach ab, wenn man sich selbst nicht klar entscheiden kann für eine Seite. Genau diese Frage stelle ich mir ständig. Besessen bin ich von der Frage. Dr. Chivago, das ist ein Roman just über diese Frage. Nicht über die Gleichgültigkeit, aber über das Recht auf den Umstand, sich nicht zu entscheiden, dass man nicht zu seiner Epoche gehört, dass man seiner Epoche den Rücken zudreht, sondern einfach nur seinen eigenen Garten bestellt und seine Kinder erzieht. Jemand, der das tut, den würde ich niemals dafür verurteilen. Jemand, der sich zu schützen sucht, der bemüht, so wie auf einer Insel zu leben, für den die Priorität seine eigenen Kinder sind. Ich denke, heute wird man von oben betrachtet, wenn man sich gerne ein wenig abseilen möchte. Das wird als Verrat empfunden. Das wird einem als mangelndes Interesse unterstellt, also auch als eine Art von Snobismus, jemand, der in seinem Elfenbeinturm lebt. Das ist heute schlecht angesehen. Und wenn man daran denkt, noch vor anderthalb Jahrhunderten, da gab es diese Figur der Hermiten, der Einsiedler. Da hatte man sehr viel Respekt für diejenigen, die in Einsamkeit gelebt haben. Ja, da gab es aber den engagierten Intellektuellen, der sich da eingemischt hat. Das fing an mit Sola. Ja, vielleicht gibt es jetzt eine Rückkehr des Einsiedlers. Es könnte ein Revival geben des Einsiedlers. Ich zumindest. Also man muss sich nicht rechtfertigen für das, was man tut. Man hat das Recht darauf. Ich glaube sehr an diesen einen Satz. Das war die Devise von Vienne, Leben und Leben lassen. Ich möchte niemanden dafür beurteilen. Das Leben ist kurz, ist voller Kummer und jeder soll das einfach so halten, wie es ihm am besten erscheint, damit er mit seinem Kummer klarkommt, sein Glück finden kann. Und wenn man sich da nicht mit auf seine Epoche einlassen möchte, ist das in Ordnung. Naja, du hast noch nicht auf meine Frage beantwortet. Also wenn die Geschichte sich da so beschleunigt, wenn welche da austreten wollen, wenn die Geschichte beschleunigt wird, kann man es dann trotzdem erfolgreich hinbekommen? Kann man da in seinem Garten bleiben, einfach nur seinen Garten bestellen oder wird man wieder eingeholt von der Geschichte? Ja, man wird eingeholt von der Geschichte. Das ist der Eindruck, den man da hat in diesem Buch. Ja, am Ende ja. Also du wirst wieder eingeholt von dieser Geschichte, die ist ja präsent um dich herum. Es gibt Kämpfe um dich herum, da es gibt Angriffe, es gibt auf einmal eine Brandstiftung. Natürlich holt dich das alles wieder ein und dann kannst du dafür Ekel empfinden. Und beispielsweise, es gibt
auch bestimmte Schriftsteller, die ich stark bewundere. Virginia Woolf habe ich schon vorhin zitiert. Man denkt, es ist eine Frau, die ist, hat Selbstmord begangen, weil sie depressiv war. Wenn man die Briefe liest, die sie kurz davor geschrieben hat, dann sagt sie, hier kommt, gibt es Krieg, ich möchte damit nichts zu tun haben, ich möchte nicht, dass die Geschichte mich einholt, ich möchte gerne vorher sterben. Ich kann diese Geste verstehen. Ich sage nicht, dass ich auch versucht wäre, das zu tun, aber ich kann es nachvollziehen, dass man nicht beschmutzt werden möchte von der Hässlichkeit seiner eigenen Epoche, dass man da nicht Stellung beziehen möchte, sagen möchte, das sind die Guten, das sind die Bösen, dass man da in der absoluten Unmöglichkeit lieber sein möchte oder einfach in dieser absoluten Möglichkeit ist. Man kann angeekelt sein von seiner eigenen Epoche. Das ist durchaus möglich. Also ein Roman über die Kolonialisierung, über die Dekolonialisierung, über das Ende des französischen Imperiums und am Ende des Romans. Ich möchte nicht das Ende hier vorwegnehmen. Also Ende einer Welt. Jeder weiß ja, Marokko ist heute kein französisches Protektorat mehr. Und dann diese kleine Aisha in Bezug auf die Kolonialherren, in Bezug auf die Franzosen. Du hast da ein sehr, sie sagt einen ganz gewaltvollen Satz. Das soll die auch einfach verbrennen. Sie sollen krepieren. Hat Frankreich sich wirklich erholt von seiner Kolonialvergangenheit? Ich kann auch in Bezug auf Marokko diese Frage stellen. Diese Geschichte, diese Kolonialgeschichte, inwieweit vergiftet sie immer noch die zeitgenössische französische Gesellschaft? Frankreich hat sich nicht erholt von seiner Kolonialgeschichte, denn Frankreich schaut sich das nicht von Angesicht zu Angesicht an. Es bleibt ein Tabuthema. Es wird nach wie vor retuschiert. Es gibt diese Ablehnung, also wie ein Scham wird es abgetan, französische Persönlichkeiten bei den Intellektuellen, bei den Bürgern. Es geht es vor, man lehnt es ab, zu sagen, ja, es war wirklich eine Schande. Frankreich trotzdem ist ein großes Land, hat viel getan, hat viele Dinge uns gebracht. Kolonialisierung kann man nicht unbedingt rechtfertigen. Dennoch, es wurden dort Krankenhäuser von den Franzosen errichtet, Schulen, es wurde Technologie, Modernität ins Land gebracht. Aber es gibt da so die Weigerung, das anzuerkennen, dass die Kolonialisierung zugleich etwas Furchtbares war, ein Regime, das basierte auf einer Rassenhierarchie. Als Macron während seiner Präsidentschaftswahl Algerien gesagt hat, dass die Kolonialisierung eine Menschenrechtsverletzung war und Personen aus seinem Umfeld, auch Personen von der Linken sagen, man kann das so nicht sagen. Wenn man das sagt, dann bricht alles zusammen, alles, was wir aufbauen wollten als das tragende Argument für die Kolonialisierung. Ja, es gab Kolonialherren, die waren rassistisch, die waren nicht nett. Dennoch, die französische Kolonialisierung, das war eine humanistische, progressive Bewegung und so weiter. Der Algerienkrieg, der nimmt doch sehr viel Raum ein in Bezug auf die Forschung und dem französischen Unterbewusstsein. Da geht es um dieses Unglück der sogenannten Pieds Noirs, also der jüdischstämmigen Franzosen, die gelebt haben, Kolonialgeschichte. Die Leute würden sagen, in Marokko hat das doch hervorragend geklappt. Alle waren zufrieden. Am Ende hat man sich die Hände geschüttelt und alle sind dann ihrer Wege gegangen und alles war super. Nein, auch ich hatte diese Vorstellung, auch in Marokko. Meine Eltern, meine Großeltern, vorher als ich ihnen Fragen stellte, man hatte uns nicht davon berichtet, mit was für einer Gewalt diese Epoche einhergegangen ist. Kolonialisierung, wir denken, es ist ein Tabuthema, vor allem in der westlichen Welt, aber in den kolonialisierten Ländern ist es auch ein Tabu. Niemand möchte über diese Erniedrigung sprechen, wo wir Opfer waren von Rassismus. Die Marokkaner wollen nicht über diese Epoche sprechen. Und dann ging das Ganze zu Ende mit einem Versprechen für ewige Freundschaft. Und mit Freunden spricht man nicht über eine schmerzhafte Vergangenheit und über alten Ärger, denn man befürchtet stets, dass die alten Dämonen dadurch wieder auf Bühne gerufen werden. Und ich wollte das beschreiben, inwieweit es da während dieses Protektorats Gewalt gegeben hat, wie viele Verbrechen
Verbrechen, Attentate begonnen worden sind und auch Verbrechen, furchtbare Verbrechen am Ende des Protektorats, die klar aufzeigen, dass es da einen großen Hass gegeben hat. Aber es ist noch nach wie vor unmöglich, hier solche Reden zu führen. Also ich wurde eingeladen auf Sendungen in Bezug hier auf dieses Buch. Und sobald man über die Kolonialisierung spricht, ist immer jemand gegenüber, der sagt, aber jetzt übertreiben Sie, jetzt schüren Sie erneut das Feuer. Sie wollen dazu beitragen, dass die Leute sich nicht verstehen. Das ist doch alles längst vorbei. Jetzt muss man doch nach vorne schauen. Aber all dies ist keine Vergangenheit. Kolonialisierung ist die Kindheit meiner Mutter. Kolonialisierung führt dazu, dass ich hier heute bin und auf Französisch zu Ihnen spreche. Kolonialisierung hat auch noch heute sehr lebendige Folgen, wichtige Folgen, prägende Folgen. Und es ist sehr schwierig, auch noch heute zu versuchen, darüber zu sprechen. Es ist für dich ein Gift, wirklich diese Vergangenheit in der französischen Gesellschaft. Ich habe so diesen Eindruck. Ich selbst, zumindest teilweise, bin ich ja auch Kind dieser Kolonialgeschichte. Ich habe den Eindruck, es ist etwas, was allgegenwärtig ist. Es fällt einem ansonsten schwer, dass darüber gesprochen wird in der Gesellschaft. Da gibt es da so eine Wolke, die schwebt über Frankreich, vergiftet das Land. Ja, es ist Gift in der französischen Gesellschaft, wenn ich darüber spreche, mit Algerien zum Beispiel. Auch für diese Gesellschaften ist es ein Gift. Frankreich steht nicht zu seiner Vergangenheit. Die algerischen Politiker spielen damit, sagen immer wieder, ja, wir sind Opfer, hier ist Missachtung für uns und haben das eigene Volk manipuliert mit dieser Vergangenheit. Es gibt Diktaturen in Afrika und auch dort werden diese anti-westlichen Reden gehalten. Es ist ein Gift, das breitet sich aus in einem Körper, der größer ist als Frankreich, das gesamte ehemalige Imperium. Und ich habe da keinerlei Bitterkeit in Bezug auf die Kolonialisierung, keinerlei Hass. Ich muss da nichts aufrechnen. Diese Geschichte hat sich zugetragen. Es war eine Geschichte, die ging einher mit Individuen. Es gab nicht nur hassenswerte Individuen, es gab auch gute Leute. Ich weiß es, denn sie waren in Kontakt mit meiner Familie. Es gab Ärzte, es gab religiöse Personen. Es gab dort Personen, die haben außergewöhnliche Dinge getan mit sehr viel Menschlichkeit und mit einer starken Gesinnung für die Universalität. Manchmal hatten sie Klischeevorstellungen, aber nein, ich habe hier nichts aufzurechnen. Und es ist schade, dieses Gift, dass man nicht versucht, daraus etwas anderes zu machen. Also nicht, dass daraus ein Reichtum entsteht, aber ein Dialograum, ein breiter Dialograum zwischen unseren Ländern. Häufig sprechen wir die gleiche Sprache, wir haben Dinge gemein, wir sind Kinder einer gleichen Geschichte. Und das finde ich schade, dass man uns anschaut, sobald wir über Kolonialisierung sprechen, dann heißt es, ah, jetzt zeigt sie wieder die Krallen, jetzt wird sie wütend, aber ich will doch gar nichts von niemandem. Ich habe hier kein Hühnchen zu rupfen. Ich möchte meine eigene Geschichte kennen und ich möchte, dass die anderen ihre Geschichte kennen. Ja, das Buch ist nicht manichäisch, keine Schwarz-Weiß-Malung. Man sieht die gesamte Vielschichtigkeit der Lage bis heute. Eine letzte Frage. Eine andere wichtige Person ist deine Mutter vermutlich, Aisha. Das ist ein Kind wortkarg, neugierig. Sie glaubt an Jesus. Sie hat einen muslimischen Vater und sie ist das Bild von diesem ganzen Roman. Vermutlich wird sie im Zentrum des zweiten Romans sein, die du gerade fertig geschrieben hast. Tatsächlich. Sie ist etwa 20 Jahre alt geworden mittlerweile. Das ist das Ende der 60er Jahre. Viel wird passieren im Sommer 69. Das war ein wichtiger Sommer, Woodstock-Sommer. Und die Hippies kommen auf die atlantische Küste. Viele Deutsche, Holländer, Amerikaner.
die vor dem Vietnamkrieg fliehen oder ja, die verlassen das Land, um nicht in den Krieg ziehen zu müssen. Jimi Hendrix kommt und wird sich in Essaouira niederlassen und er lernt Aisha kennen. Also hätte dein Vater Jimi Hendrix sein können? Nein, er hätte wenigstens auch ein Freund sein können. Also müssen wir jetzt auf den zweiten Band warten. Gibt es vielleicht Fragen aus dem Publikum? Ich weiß gar nicht, ob er so geplant ist. Aber wenn ja, müsste man ein Mikrofon reichen. Wir hätten auch einige Minuten zur Verfügung für Fragen und Antworten. Ich habe keine Fragen. Wenn es keine Fragen gibt, dann können wir Maria danke sein für die Lektüre und Leila für diese hervorragenden Antworten. Vielen Dank und schönen Abend. Okay, thank you.